Es ist eine der Schlussveranstaltungen der Kunstbiennale von Singapur Ende März. In ganz Europa sind Veranstaltungen dieser Art abgesagt. Singapur aber hat die Krise bisher unter Kontrolle. Und so kann diese Performance vor wenig Publikum stattfinden. Die Performance ist eine Variation über das Leben der Dinge. Das Ensemble Prisma ist längst überregional bekannt, besteht im Kern aus 3 Mitgliedern und wurde 2016 gegründet. Wir sind eine Tanzkompanie in Singapur und im Kern hat unsere Arbeit mit der malaiischen Philosophie zu tun. Wer denkt, dass damit eine Tür geöffnet worden ist, die schnellen Zugang zu ihren Choreografien ermöglicht, irrt. Sie sind verrätselt, verschlüsselt. Ebenso wie die Schreibweise ihres Namens Prisma. Erst ein P, dann eine 7 und so weiter. Man schreibt es P, dann die Ziffer 7, dann Doppelpunkt 1 und SMA. Es bedeutet in Malay Prisma. In Singapur gibt es viele Völker und die Malaien sind eine Minderheit. Wir finden es wirklich wichtig, ein Verständnis unserer Kultur am Leben zu erhalten und zu bewahren. Und Tanz ist ein Weg zu dieser Identität. Aber diese Identität ist nicht einfach zu definieren. Und darin liegt eine der großen Attraktionen dieser Choreografien. Sie verweigern das einfache Narrativ und die Plattitüde oder den Kitsch. Wie dieses Stück, das eine Botschaft hat, die keine ist. Das In-Between-Sein, das nicht einfach Zugehörige, das Uneindeutige, das Prisma. Wir sind eine traditionelle Kompanie, aber wir machen zeitgenössischen Tanz. Wir nutzen unsere traditionellen Techniken für das zeitgenössische Bewegungsvokabular. Die Stücke handeln von alltäglichen Ritualen des Lebens. Nachbarn treffen, Interaktion entsteht, soziales Leben. Leben in Gemeinschaft, die Tradition des Vergangenen. Was ist die Interaktion von heute und von morgen? Wer bin ich? Ich bin von meiner Herkunft und Identität ein Malaie. Ich bin Bürger von Singapur, gebunden an Gesetze. Und ich bin Muslim. Eine komplexe Definition von Identität. Das ist eine Szene aus Gopi. In Mali das Wort für Kaffee. Coffeeshops stehen für soziale Interaktion. Man trifft sich dort und bespricht die Dinge des Tages. Was ist Tradition? Was ist Folklore? Ich denke, das bedeutet Verschiedenes, je nachdem, wo man sich in der Welt befindet. Ich glaube, dass die traditionelle, volkstümliche, klassische Körpersprache gegenwärtig in Asien als Körpermarker funktioniert. Das heißt, dass man zu einer Gemeinschaft, einer Familie gehört. Ihre Bewegungen, ihre Moves zielen immer wieder auf Verlangsamung, Innehalten, intensive, knappe Gesten. So wurden sie international bekannt. Was danach? Was kann nach Tanz kommen? Oder was kann aus Tanz werden? Die Suggestivkraft dieser Tanzformen ist extrem. Man wird angezogen und kommt ohne Antwort zurück. Fragezeichen anstelle von Antworten. Ist das nicht eine perfekte Definition von In-Between-Sein? Wenn wir von malaiischer Philosophie sprechen, dann ist das sehr abstrakt. Es bleibt eher die Frage, was meinst du? Genau das mag ich. Es ist ungewiss und unbekannt. Es ist das Beste, mit Ungewissheit konfrontiert zu sein. Wenn die Angst wächst, sind wir am wachsten. So einfach und spielerisch kann man Paradoxien auflösen. Was Sie gesagt haben in dieser kurzen Zeit, entspricht dem Titel Ihrer Choreografie. Sie sind in between. Ihre Identität ist uneindeutig. Aber offenbar können Sie gut damit leben.